Hallo ihr Querlinge! In dieser Episode von Elex 2 findet Jax das Rezept für einen Trank der Eisenhaut, stößt auf Schneewittchens Grab, erledigt mehr oder weniger sämtliche Kopfgeldquests für Nero und besorgt Heinrich 3 Rekruten. Außerdem wird die einzigartige Waffe Prellbock gefunden. Los geht's! Und dann bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Off-Cam-Ereignisse. Da hat Jax die Zeit an der Werkbank verbracht und hat ein paar beschädigte Nahkampfwaffen und auch einige beschädigte Fernkampfwaffen repariert. Bei den Nahkampfwaffen war jetzt nichts Besonderes dabei. Bei den Fernkampfwaffen sieht es anders aus, denn ich hatte genug Futter, um einen verbesserten Großbogen zu basteln. Und wie man hier sehen kann, der macht 413 Schaden, wohingegen der Geisterrufer 433 Schaden macht. Also der Geisterrufer ist besser selbst als ein verbesserter Großbogen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Es lohnt sich also nicht, irgendwelche Bögen zu verbessern, denn der Großbogen war der beste Bogen, den wir bisher so gefunden hatten im Spiel. Ich glaube, da kommt auch nichts Besseres mehr. Was die Energiewaffen angeht, habe ich es auch geschafft, einen verbesserten Blaster zu bauen. Und wie man sehen kann, kann man einen verbesserten Blaster nicht noch weiter verbessern. Und ja, der verbesserte Blaster hat mit Energiezellen ausgerüstet dann einen Schaden von 117. Das ist deutlich weniger als der Bogen. Da habe ich ihn. Also 433 gegenüber 117. Es ist ja ein Drittel. Ach, es ist weniger als ein Drittel. Das ist also wirklich, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, ein verbessertes Lasergewehr konnte ich noch nicht bauen, weil dazu fehlt ein weiteres Lasergewehr. Ja, und die Armbrüste, da war nichts dabei. Erstaunlicherweise haben wir bisher nur eine, habe ich das hier irgendwo? Ja, nur eine einzige beschädigte Harpune gefunden. Da müssen wir noch viele finden, um da mal ein ganzes, geschweige denn ein verbessertes Exemplar zu haben. Und lange Rede, kurzer Sinn. Da ich jetzt hier sehe, dass ein verbesserter Blaster nicht weiter verbessert werden kann, werde ich sämtliche normalen Blaster, so ich mal wieder welche habe, der hier zum Beispiel, werde ich jetzt zum Schrott erklären. Ich werde also zukünftig beschädigte Blaster natürlich sammeln. Habe ich irgendwo einen? Genau, hier, diese zwei. Die sammle ich. Werde sie auch reparieren, weil das kostet nichts und vergrößert aber den Wert. Denn eins hat hier Wert von 25. Die reparierte Version, die aus 3 besteht, hat einen Wert von 450. Also sind 450 minus 75 Gewinn. Aber den reparierten werde ich ja verkaufen, weil das ist Schrott, das brauche ich nicht. Genauso werde ich mit den anderen Fernkampfwaffen verfahren, die ich hier so habe. Ich werde, da ich ein Fernkämpfer bin, von jeder Fernkampfwaffe einmal eine verbesserte Version mir bauen, einfach um sie zu haben. Und die normalen Versionen, wenn ich verbesserte Versionen dann habe, können weg. Denn wie man sehen kann, die verbesserte Version kann nicht weiter verbessert werden. Hier bei der normalen steht ja zum Beispiel, einmal hier den Blaster, kann verbessert werden zu. Und beim verbesserten steht das nicht mehr. Also ist dann wohl Ende Gelände. Das dazu. Und normalerweise hätte ich jetzt ja gesagt, geht's ab in die Haia, um den Tag neu anbrechen zu lassen. Denn bei Dunkelheit erkundet es sich nicht so gut, aber ich werde das in der Episode mal ein bisschen anders handhaben. Ich weiß, dass Folgendes nach 100 Episoden ein bisschen spät kommt, aber da wir mittlerweile wissen, dass selbst eine Horde von 5 Unholden meinen Jax nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringt, werde ich die Erkundung von normalen Flächen in Zukunft allein machen. Will also heißen, die Ruinen hebe ich mir auf für euch, also zumindest die größeren Ruinen. Aber hier diese ganzen Freiflächen wie das hier oder das hier fehlt noch oder auch hier nochmal diesen Graben lang oder hier diese ganzen Schneegipfel und alles, was da so rumliegt, das würde ich alles jetzt in Zukunft offcam erledigen. Und dann gucken wir uns im Video nur live die Ruinen an, also vor allen Dingen diesen großen Komplex hier, der wäre interessant, der hier, dann natürlich hier die Burgruine.
Das machen wir alles gemeinsam, aber die normale Landschaft, das haben wir jetzt zur Genüge gesehen. Und damit werde ich die Nacht verbringen. Ich werde jetzt Jax hier ins Alpdepot schaffen. Dann gucke ich mir das hier an. Dann werde ich hier so diesen Lavagraben lang bis mal hier so an diese Grenzregion. Dann schaue ich mir das an. Den Funkturm nehme ich mit, da ist auch noch nie was Wichtiges gewesen. Und auch hier, das gucke ich mir an. Und am nächsten Morgen, wenn es für euch im Video weitergeht, schauen wir uns diese beiden Hallen an, diese Ruine und diese Ruine. Und dann haben wir einiges geschafft, ohne dass ihr euch nach über 100 Episoden noch länger mit irgendwelcher Landschaftserkundung langweilen müsst. Ich hoffe, es war bisher nicht so langweilig, aber es wird jetzt auch nicht mehr interessanter. Und damit lege ich jetzt los und melde mich bei euch gleich wieder. Und da bin ich fertig mit meiner Erkundungstour und möchte euch zeigen, was ich gemacht habe und welche besonderen Fundstellen und Fundstücke es gab. Ich war unterwegs hier beginnend, dann den ganzen Lavagraben aus nach Norden bis hier oben hin. Da habe ich mir das hier alles angeschaut und das hier. Und in den Ruinen bin ich aber noch nicht gewesen. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Da, wo die Sterne sind, gab es jeweils was Besonderes, beziehungsweise gibt es noch. Das gucken wir uns gemeinsam an. Hier erstmal eine Sache zur Erklärung. Das hier ist der Teleporter, der heißt Maralkor Pass. Offensichtlich ist dieses Gebiet hier hinten Maralkor, denn das ist der Pass in dieses Gebiet. Davor wurden wir gewarnt, dass wir da nicht hingehen sollen. Das ist wohl dann im Late Game relevant. Und daran würde ich mich auch erstmal halten. Es sei denn, ich finde das letzte Kartenbruchstück nicht. Dann würde ich das nochmal da versuchen. Aber erstmal ist für mich hier Schluss an dieser gedachten Linie. Dann habe ich hier oben was Interessantes gefunden auf diesem Funkturm. Nämlich ein Rezept für einen Trank der Eisenhaut. Das hatten wir noch nicht. Das ist hier dann das vierte von fünf möglichen Rezepten. Denn es gibt ja fünf verschiedene Attribute und für jedes gibt es entsprechend einen Trank, der den Attributswert um einen Punkt steigert. Wir haben hier Konstitution, Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit, fehlt also Gerissenheit. Ein Rezept für den Trank des Gauners, der würde noch fehlen. Ja, dann habe ich ein bisschen Treibstoff gefunden. Ich wüsste nicht, was ich damit jetzt noch machen sollte. Das Jetpack ist voll aufgefüllt. Ich würde den jetzt tatsächlich als Schrott markieren, damit ich ihn in Zukunft verkaufe. Bei Bremsraketen ist das anders. Die können wir weiterhin auffüllen. Das dazu. Dann habe ich eine einzigartige Waffe entdeckt. Und zwar hier oben. Dieser Stern hier, das war für das Rezept. Da. Ja, können wir Mac machen. Denn da setze ich jetzt den Marker. Dort oben liegt eine einzigartige Waffe. Eine Nahkampfwaffe. Ich habe sie nicht aufgehoben. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich weiß also nicht, was mich erwartet. Bis auf die Tatsache, dass ich weiß, dass sie Prellbock heißt und offenkundig eine Nahkampfwaffe ist. Da ist sie, also hier ist der Fundort des Prellbock, offenbar ein Streitkolben. Da oben in Ignadon an der Grenze zu Maralkor. Genau. Sockelbar, das ist ein feines Teil. Achso, egal. Interessant. Was wegnehmen. Geht doch. Na also, wer sagt's denn? Interessant. Geht doch. Prellbock, bist du ein Zweihänder oder bist ein Zweihänder? Eine zweihändige Waffe. Schweineteuer. Und ich kann es fast benutzen. Macht Blutungsschaden. Ein Prellbock wird benötigt, wenn zwei Objekte mit großer Wucht aufeinandertreffen. Im besten Fall Hammer trifft Kopf. Okay, gut. Dann habe ich eine Höhle gefunden, und zwar hier unten. Da bin ich auch nicht reingelaufen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hier auf dem zugefrorenen See hinter mir gab es einen Eisgiganten. Aber der hatte ansonsten auch nichts Besonderes mehr dabei. Und hier unten war eine lange, tiefe, dunkle Höhle. Nee, da lang. Und da ist ein Grab davor und da dran ist ein Denkzettel. Keine Ahnung, was da drauf steht. Warnung, du hast unseren liebsten Schatz genommen. Wir werden dich finden.
Banditos! Das kriegst du gar nicht. Ja, fall jetzt hier mal rein. Ihr seid solche Idioten? Aua! Du kannst mit einem einzigen Tritt hier so viel Leben wegnehmen, ja? Das bleibt nicht ungestraft. Mein Androide ist unkaputtbar. Oh, aber ich nicht. Raus! Der wirft echt mit Raketen nach uns. Falk, verwickle dir doch bitte mal in den Nahkampf. Oder so, das ist auch okay. Das hat er sich selbst getroffen. Der lässt noch die Höhlendecke einstürzen. Schießt permanent auf seinen Kameraden. Der hat noch ein bisschen Leben. Deine Schlagkombo nutzt dir nichts. Schnell nach hinten. Der Typ lebt noch. Oh, das ist ein Schneewittchen. Auweia. Das ist unerwartet. Aber gut. Sammeln wir erstmal ein, was hier so liegt. Ein abgegriffener Brief. Sei vorsichtig, ich kann es immer noch nicht fassen. Das blasse, puppenhafte Gesicht, in welches ich geschaut habe. Es schien, als würde sie jeden Moment wieder ihre Augen öffnen. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Es gibt keine Anzeichen für einen Überfall. Das Einzige, was man bei ihr gefunden hat, war ein angebissener Apfel. Man behauptet, dass sie vergiftet wurde. Ich hoffe, sie stellen bald fest, woran sie gestorben ist. Wenn sie wirklich umgebracht wurde, werden wir den Mistkerl finden, der ihr das angetan hat. Oh. Seid ihr Nekrophil oder was? Ihr kanntet sie doch im Leben offensichtlich gar nicht. Seltsam. Komische Geschichte hier. Wir stellen mal die Toten in Ruhe. Ein bisschen Erzabbau hat noch keiner Grabhöhle geschadet. So, du hast auch noch was dabei? Nein. Bier? Das war euch wichtig. Beschädigte Raketenwerfer. Truhe, aha. Noch mehr Erz. So. Ach, das ist auch ein toter Bandit. Ja, vielleicht kanntet ihr sie doch im Leben. Und neben ihr liegt ein toter, ein Apfel. Kein toter Apfel. Na gut, der Apfel ist auch tot wahrscheinlich. Beschädigter Streitkolben. Das ist jetzt nichts Besonderes. Was hat sie dabei? Dietrich und Alexit. Das ist komisch. Aber immerhin, 5-mal Eisenerz. Ja. Dann lassen wir sie da mal liegen.
Ja, und damit habe ich euch alles gezeigt, was hier zu finden war an besonderen Sachen. Jetzt gucken wir uns die Ruinen an. Da könnte es weitere Dinge geben. Hier oben ist der Teleporter-Hangar. Ich werde ihn benutzen. So, hier zwischen den Gebäuden war ich schon. Aber noch nicht in den Gebäuden. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Hier habe ich gesehen 6083 als potenzielle Safe-Kombination. Ja, hier, anwenden. 6083. Los, mach schon. Beschädigtes Schwert. Blödsinn. Hier ist nix. Ach doch, da lag ein Besen in der Ecke. Na komm. Den können wir an diesen Sandfeger verkaufen. Wesley oder wie der hieß. Bremsraketen, naja. Oh, 3 Flaschen Wein. Und 2 Kartoffeln. Da sieht man, was ihm wichtig war. Okay, keine Dokumente, sonst nix. War hier was drin? Da war ich auch noch nicht drauf. Naja. Gut. Das ging erwartungsgemäß schnell hier. Ist ja keine Ruine in dem Sinne, sondern so eine Industrieanlage. Ey, dich habe ich übersehen, wirklich? Okay, und dann geht's zu den beiden Hangarhallen und danach geht's zu Dixon. Und wir hören mal, wie er sich entschieden hat in Sachen Kleriker. Wahrscheinlich hat er sich da gar nicht entschieden. Hör mal, ich weiß nicht recht. Ich bin gerade erst hier angekommen. Bla 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 bla. Ach ja, da haben wir auch noch eine Ruine. Ah, da oben ist eine ganze Menge Kram. Auf dem Turm war ich schon. Da gab es ein bisschen Zeug. Wie genau komme ich hier rein? Ah, hier. Schrott. Ach, da wäre eine Tür gewesen. Na gut. Also, Schrott, Kochtopf, Stachelkeule, Schwefel, Klopapier, Besen, Schrott. Schnauze, Herbert. Jo. Ins Erdgeschoss kommen wir nicht rein. Und mehr sagt die Brille auch nicht. Gut. Dazu die beiden Hangarhallen.
Bisher nur normaler Kram. Kein Dokument, keine besonderen Sachen. Naja, vor 10 Jahren war es auch ein bisschen intakter. Da war vor allen Dingen auch die Ruine, wo ich gerade das Radio abgeschaltet habe, meiner Ansicht nach noch normal zugänglich. Zumindest habe ich so das Bauchgefühl. Da wird wohl auch nichts mehr Besonderes kommen. Aber die Taschen sind gefüllter denn je. Was die Dächer angeht, erwarte ich eigentlich nicht, dass da irgendwas ist. Draußen bin ich schon lange gelaufen. Also. Erkundung ade. Jetzt geht's zu Dixon. Was hat der auf dem Herzen? Beziehungsweise was hat der unter selbigem ausgebrütet in der Nacht? Wirst du dich den Klerikern anschließen? Werde ich, unter einer Voraussetzung. Und die wäre? Ich will keine Spuren hinterlassen. Weder Morkons noch Kopfgeldjäger dürfen mir auf die Schliche kommen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass du stillhältst, haben wir eine Abmachung. Ich habe nicht vor, dich in irgendeiner Weise zu verpfeifen. Und ich rate dir, einen neuen Namen anzunehmen. Ich halte dicht, versprochen. Dann gilt der Deal. Ich werde Kleriker. Kann's noch gar nicht glauben. Findest du allein zur Burg? Klar. Ich sag den Jungs, ich gehe wieder auf Menschenjagd. Unterwegs setze ich mich dann ab. Mit etwas Glück vermisst mich niemand. Kommt immer mal wieder vor, dass ein Abwerber als Trollfutter endet. Ach, und nimm das hier. Ich brauch den Krempel nicht mehr. Warum also lügen lassen? Danke. Wann brichst du auf? Bald. Sag den Klerikern ruhig Bescheid. Wir sehen uns, Kumpel. Mhm. Dixon, der Kleriker. Ja, die Kopfgeldquest ist jetzt abgebrochen. Schade, wir können Nero nicht weiß machen, dass wir Dixon haben über die Sphärenklinge springen lassen. Das ist ein bisschen schade. Naja. Gucken wir mal, was Nero dazu sagt, beziehungsweise... Ah, die Quest ist jetzt schon weg. Ich meine, die Quest hier Rekruten für Heinrich. Moment mal. Doch, hier ist immer noch die Markierung irgendwo. Okay. Ich weiß nicht, was ich in der Kraterstadt machen soll. Irgendwie findet sich da an dem schwarzen Brett der Kleriker, der Outlaws einfach keiner ein. Den man nochmal irgendwie bequatschen könnte. Wer bist du? Ah. Wenn du etwas kaufen willst, bist du auf jeden Fall genau richtig. Ah, du bist der Reisenhändler aus der Kleriker. Aber du hattest ja nur Müll, richtig? Ja, sehe ich das schon. Ach, Herr Jemine. Das Elex kaufe ich dir ab. Im Sinne von, dass ich es dir ertausche oder mir ertausche. Denn ich habe ganz viele super teure Bögen. Knapper Tausende, also brauche ich 3. Also sagen wir mal 4. Ich gebe dir 4. Dann kriege ich was raus. So lobe ich mir das. Danke für das Geschäft.
Man sieht sich. Ja. Oh, was ist denn hier gerade los? Händlermesser oder was? Vicky, ich brauche Munition. Und auch du bekommst dafür einen, was anderes vielleicht? Schrott, das hier ist Schrott. Kriegst du. Ist auch Schrott, kriegst du auch. So, damit bin ich im Plus. Ende. Und jetzt zu Nero und seinem schwarzen Brett. Okay, da hängen jetzt neue Zettel dran. Ist ja gar nicht schlecht, dass uns jetzt das nicht... Crane, na, ich hab's geahnt. Erin, wer ist denn das? Wir nehmen's mal an. Kopfgeld. Ziel Crane, Spion. Aufenthaltsortskrater. Kopfgeldklasse gering. Hinweis. Kollaborateur. Macht mit den Berserkern gemeinsame Sache. Gegenwehr ist nicht zu erwarten. Kurzer Prozess empfohlen. Und wer war Erin? Banditin in Tavar. Kopfgeldklasse hoch. Hinweis. Für deine schnelle Klinge hat zwei unserer Jungs auf dem Gewissen. Ebenfalls geübt im Fernkampf. Kennt keine Skrupel. Hat eine Vorliebe dafür, die Ohren ihrer Opfer abzuschneiden. Wer es schafft, sie lebendig zurückzubringen, bekommt einen Bonus. Ja. Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ach, enttäuschend. Ich werde seinen Fall wohl selbst in die Hand nehmen müssen. Na, da habe ich mir leider, leider die Frage weggeklickt. Er hat bestimmt nach Dixon gefragt. Erzähl mir mehr über Crane. Der Nestbeschmutzer. Er hielt es für eine gute Idee, mit den Berserkern auf Tuchfühlung zu gehen. Es ist nicht so, dass ihm das verboten ist. Er ist ein freier Mann. Aber auch ich habe die Freiheit, etwas dagegen zu unternehmen. Er weiß im Übrigen nichts von seinem Glück. Wenn du dich beeilst, wird es ein leicht verdientes Sümmchen sein. Weit laufen musst du nicht. Schließlich hat er hier sein Zuhause. Mhm. Irgendwelche Informationen über Erin? Sie gehörte zu Logans Leuten. Du weißt schon, der Wurm, der damals das Fort regiert hatte. Aber als die Berserker das Ruder übernommen haben, hat sie wohl beschlossen, allein ihr Glück zu versuchen. Das Fort ist weit weg. Warum ist ihr Kopf so wichtig für dich? Weil sie da draußen in Konkurrenz zu unseren Leuten steht. Wir machen die Arbeit und sie kassiert ab. Einen Halsabschneider zu bestehlen, lässt jeden Respekt vor seinem Handwerk vermissen. Es wird Zeit, ihr Spiel zu beenden. Gib dich aber keinen Illusionen hin. Sie wird ihre Haut teuer verkaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ihr auf der Spur sind. Bisher hat sie aber noch jeden Hinterhalt kommen sehen. Mhm. Ja. Für Heinrich kann ich hier irgendwie niemanden rekrutieren. Naja, reden wir mal mit Crane. Also reden, ne? Nicht mit Blei und so. Der hockt da drüben und weiß noch nichts von seinem Pech. Das tat weh. Schon vom Zuschauen. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt schon? Aber... Ich muss sofort los. Geh mir aus dem Weg. Nicht so schnell. Du machst einen Fehler. Ich bin nicht so wehrlos, wie es den Anschein hat.
Dein Kopfgeld interessiert mich nicht. Mann, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Jetzt weißt du, wofür ich all die Lebensmittel brauche, die du mir besorgt hast. Fluchtvorbereitungen. Habe mir schon gedacht, dass Neros Aasgeier bald um mich kreisen. Mir war nur nicht klar, dass sie es so früh tun. Deswegen konnte ich das Zeug auch nicht selbst beschaffen. Auf offener Straße gebe ich ein zu leichtes Ziel ab. Glaubst du wirklich, dass du hier sicher bist? Nein, aber lieber eine Wand als ein Messer im Rücken. Ich muss mir wirklich was einfallen lassen. Früher oder später wird man mich finden. Wenn du irgendwann mal ein Plätzchen kennst, wo ich sicher bin, denk an mich. Oh. Ah, wir können für die Kleriker. Das ist ja interessant. Aber erstmal das hier. Stimmt es, dass du für die Berserker spionierst? Blödsinn. Das sind nur Gerüchte, um mich fertig zu machen. Wenn es nur ein Gerücht ist, weshalb das Kopfgeld? Weil... Also ist doch etwas dran. Man könnte es so auslegen, nur wird das der Wahrheit nicht gerecht. Ja, ich wollte für sie arbeiten, aber sie haben mich vor die Tür gesetzt. So gesehen habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und wie bist du aufgeflogen? Naja, überall auf Magalan haben wir Zellen, die uns, also den Outlaws, Informationen liefern. Im Vor ist so eine Zelle. Die Schweine haben mich beobachtet und keine Zeit verloren, mich anzuschwärzen. Jetzt kann ich mich weder hier noch im Vor blicken lassen. Schöner Mist. Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Ich? Für die Kleriker? Warum nicht? Die Müllhalde hier hat auf lange Sicht keine Zukunft. Was soll ich bei denen? Soweit ich mich erinnere, haben sie für einen Outlaw nichts übrig. Die Zeiten haben sich geändert. Geändert? Was soll das heißen? Anstatt zu schießen, schlagen sie jetzt einen tot, oder was? Nein, sie brauchen Leute. Nicht irgendwelche, sondern solche, die was auf dem Kasten haben. Reicht dir das als Erklärung? Wusste gar nicht, dass es so schlecht um sie steht. Vielleicht gehe ich doch auf dein Angebot ein. Denn abgesehen von der Nummer im Fort, die dafür gesorgt hat, dass Nero es auf meinen Kopf abgesehen hat, bin ich ganz gut im Beschaffen von Informationen. Weißt du was? Ich bin dabei. Kennst du den Weg zur Burg? Ja. Kümmer dich nicht um mich. Ich finde den Weg schon. Genug Proviant habe ich ja. Ich spute mich besser. Nicht, dass mich doch noch jemand findet. Bis dann. Exzellent. Immerhin, er sputet sich wirklich. Und Kopfgeld für Crane ist damit abgebrochen. Ja, das ist vielleicht der zweite, den wir für die Kleriker rekrutieren konnten. Vielleicht ist ja bei Erin auch was so. Wer ist denn Erin? Ich habe keine Ahnung mehr, wer Erin ist. Naja, gucken wir mal, wo sie sich herumtreibt. Das ist ja... Irgendwo und nirgendwo. Das ist an unserer Bastion. Das ist nicht am Fort. Ah, jetzt wird es aber noch interessant hier mit Erin. Denn die ist ja offenbar neu. Könnte sein, dass die tatsächlich sofort schießt. Falls nicht, versuchen wir die auch für die Outlaws zu erwärmen. Für die Kleriker. An diesem Weiher sind wir oft genug gewesen. Wo ist sie denn hier? Weiter oben. Das Blut ist noch frisch. Oh. Ein toter Kopfgeldjäger. Oh, wir waren nicht der Erste und sie hat sich wieder mal zu wehren gewusst.
Erin. Okay, der nächste. Der liegt hier noch nicht lange. Er hat eine Tasse dabei. Erin scheint was drauf zu haben. Ach, das gibt doch nur wieder Ärger, wenn ich dich nicht aus dem Weg räume. Ja, kräh doch nicht die ganze Zeit. Jetzt hast du einen Grund zu krähen. Was ein Sturmfalke. Schau mal ran. Ich bin direkt hinter dir. Das war meiner. Kopfgeldjäger und Tyson. Wer ist denn Tyson? Naja, das wird interessant jetzt. Einen Schritt näher. Du bist zu spät. Die Kleine gehört uns. Also, zieh Leine, klar? Ich habe keinen Schimmer, was du meinst. Verarschen kann ich mich alleine. Da du scheinbar nicht kapierst, was hier Phase ist, hör mir aufmerksam zu. Die Kleine hat zwei unserer Leute auf dem Gewissen und etliche andere. Wer sie anfasst, verbrennt sich die Finger. Also mach, dass du Land gewinnst. Die Nummer ist eine Spur zu groß für dich. Und das, mein Freund, ist die letzte Warnung, die ich dir mit auf den Weg gebe. Noch einmal will ich dich hier nicht sehen. Haben wir uns verstanden? Ich verstehe nur, dass du was auf die Fresse willst. Du Witzbold hältst dich wohl für sehr schlau, was? Aber glaub mir, das war dein letzter Fehler. Auf ihn, Männer! Du lernst mich gleich kennen! Ich halte mich nicht für sehr schlau, ich halte mich für Level 40. So, Nummer 1. Oh, da bist du ja du. Wo ist denn Falk? Du darfst mich nicht treffen. Aber du triffst mich auch nicht. Falk, kommst du zurecht? Ja, Falk. Kommt zurecht. Ja, wie gesagt, ich halte mich nicht für schlau, ich halte mich für Level 40, denn den Level-Up gab es, während ich unterwegs war. Tyson? Erin, haben sie dich doch bekommen. Wer bist du überhaupt? Danke, aber deine Hilfe wäre nicht nötig gewesen. Früher oder später hätte ich ihnen selbst ein Messer an die Kehle gesetzt. Ich komme ganz gut alleine klar. Ich will dir nicht helfen, ich will deinen Kopf. Danach sah es aber nicht aus. Ich habe mehr Tricks auf Lager, als die Kerle Hirnzellen besitzen. Ich habe mich absichtlich festsetzen lassen. Es waren einfach zu viele, also musste ich einen anderen Weg wählen. Manchmal ist es besser, wenn der Jäger nicht weiß, dass er der Gejagte ist. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Dafür muss man kein Hellseher sein. Du hast ja mitbekommen, wie sie sich gestritten haben. Die Zeit war auf meiner Seite. Schon morgen früh hätte ich ganz ohne Kampf drei weitere Leichen vor den Füßen gehabt. Was wirst du jetzt tun? Ich sag ein, was ich brauche und gehe dann ins Fort. Dort kennt man mich. Nicht, dass du denkst, ich verstehe mich mit den Berserkern, aber mich verlangt es gerade nach einem Bier und einem Bett.
Also, klopfen wir uns auf die Schultern und gehen getrennte Wege. Oder ist noch irgendwas? Du solltest die Straßen meiden, das ist gesünder. Wo wäre dann der Nervenkitzel? Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Also, mach's gut und viel Glück. Irgendwas sagt mir, du brauchst es dringender als ich. Fantastisch. Okay, die war nicht rekrutierbar. Jetzt habe ich aber alle Kopfgeld-Quests letztlich abgebrochen. Mal gucken, ob das irgendwas mit Neros komischem Brett macht. Ich hätte auch Kopfgelder durchaus mir geholt, wenn es irgendwelche Leute gewesen wären, die, naja, mit denen ich sowieso über Kreuz liege, zum Beispiel Otis. Aber Otis gehört ja zu Neros Dunstkreis, da wird es bestimmt nichts geben. Mal schauen, können sein, dass es jetzt Ärger mit ihm gibt. Ja, bestimmt, speichern. Wegen der Kopfgelder. Du hast doch Cranes Auftrag an dich genommen. Ist er abserviert? Nein, im Krater ist er nicht. Entkommen? Obwohl er in der Falle saß? Schwer zu glauben. Suchst du sonst noch jemanden? Nein, du warst alles in allem mein nützliches Werkzeug. Wie bitte? In diesem Gewerbe hast du auf jeden Fall Potenzial. Arbeite daran. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr für dich. Du kannst gehen. Exzellent. Oh, danke. Dafür, dass wir nichts gemacht haben? Momentan nicht. Schweig. Ja, okay. Hier ist nichts zu tun. Ja, dann gehen wir mal zu Heinrich und sagen Bescheid. Vielleicht ist ja die Geschichte mit der Rekrutierung für ihn auch schon erledigt. Da. Wenngleich. Nee, da ist noch was. Hä? Ich kann Erin doch rekrutieren? Erin ist ein Ziel, aber ich konnte ihr gerade nichts erzählen davon. Na gut, dann, wenn Erin jetzt vielleicht ansprechbar ist, vielleicht gibt es ja so viel Ärger im Fort, dass sie der Meinung ist, dass sie dort nicht bleiben kann. Sie sagte ja, man kennt sie dort, aber das will ja vielleicht nichts heißen. Red, geht's dir eigentlich gut? Halber hatte recht. Die Diebe sind bis ins obere Viertel vorgedrungen. Man hat die Wachmannschaft bestohlen. Und warum sehe ich keinen Gefangenen? Wir konnten noch keinen Dieb in Gewahrsam nehmen. Enttäuschend. Was sollen wir jetzt tun? Wie lauten die Befehle? Es ist euer Job, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Also komm erst zurück, wenn du ein Ergebnis hast, das meine Zeit verdient. Jawohl. Die armen Wachen. Ah. Naja. Erin. Wo bist du? Nee, da bist du. In der Kneipe, natürlich. Ich habe gehört, dass es nach der Lage gut aussieht. Die Kleriker brauchen dringend Kämpfer. Wäre das nicht was für dich? Ich kämpfe nicht auf der Seite von Verlierern. Hätte gedacht, du magst Herausforderungen. Es gibt keinen Grund, dieses Risiko einzugehen. Ich bin ein freier Mensch. Warum sollte ich das für sie aufgeben? Hast du es nicht satt, ständig rastlos zu sein? Und wenn schon, dafür kann ich tun, was ich will. Kannst du das wirklich? Die Freiheit, von der du da sprichst, gibt es nicht. Du redest sie dir nur ein, statt den Tatsachen ins Auge zu blicken. Glaubst du, ich habe Angst? Ist es das, was du denkst? Ich denke, deine Alleingänge sind Zeitverschwendung. Bei den Klerikern könntest du etwas bewirken.
Und du hättest Gegner, die nicht aus zusammengewürfelten Idioten bestehen. So wie du es sagst, könnte man fast meinen, aus dir spricht die Vernunft. Dann habe ich dich überzeugt? Ich werde es bereuen. Aber mir bluten die Ohren von deinem Gequatsche. Sag einfach, wo ich gebraucht werde. Weißt du, wo die Burg der Kleriker ist? Natürlich. Ein guter Fußmarsch, aber kriege ich hin. Geh ruhig vor, ich komme später nach. Dein Wort drauf? Ja, ich muss noch was erledigen. Wir sehen uns in Caracas. Ja, die Klerikerburg liegt in Caracas, man mag es nicht glauben. Hi, Chloe. Nichts Neues? Dann geben wir Heinrich mal Bescheid. Das war doch sehr erfolgreich. Was sind da jetzt noch? Da ist noch mal irgendeine Questmarkierung Richtung Outlaws, aber... Na, ich guck noch mal hin. Über Erin hat er ja irgendwie kein Wort verloren. Und über den Tod von Tyson, der gute Nero. Wenngleich die ganze Kopfgeld-Sammelquest ja schon erfüllt war. Das verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht kann ich es ja verständlich machen, indem ich ihn nochmal anquatsche. Ich glaube aber nicht, dass das was auslöst. Ja. Ich denke, wir müssen jetzt bei Heinrich Bericht erstatten und dann ist die Quest zu. Mal gucken. Über Erin wird er sich wahrscheinlich freuen, wobei die könnte auf eine Art und Weise kämpfen, wie es ihm nicht passt. Crane, naja, und wer war der Erste? Na, Dixon ist wahrscheinlich brauchbares Material. Allerdings auch nicht mehr der Jüngste. So, der klassische Rekrut sieht anders aus als Dixon. Der Witwer und ehemaliger Familienvater und Outlaw und Morcon. Vorsicht, wir sind vorbei. Bereit für einen Zwischenstand? Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich habe einen Ex-Kopfgeldjäger angeworben. Genau diese Art von Leuten brauchen wir. Natürlich werde ich ein Auge auf ihn haben. Gut gemacht. Hier, deine Bezahlung. War das dann alles? Crane wird für euch arbeiten. Du solltest ihn allerdings nicht in der ersten Reihe einsetzen. Er versteht sich eher darauf, Informationen einzuholen. Ich mag keine Leute, die sich im Schatten bewegen. Aber ich will nicht klagen. Vielleicht kommen uns seine Fähigkeiten zugute. Da, die Splitter für unseren Neuzugang. Du hast sie dir verdient. Hast du sonst noch jemanden auftreiben können? Erin wird in euren Dienst treten. Und ihre Referenzen? Sie hat sich als Banditin durchgeschlagen. Ganz alleine? Das will was heißen. Sie ist nicht ganz einfach. Umso besser, das werde ich zu nutzen wissen. Hier, das ist es mir wert. Weißt du, ob noch weitere Leute auf der Abschussliste stehen? Nicht, dass ich wüsste. Nun gut, es bringt nichts, auf Dinge zu hoffen, die nicht eintreten werden. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir doch richtig viele Quests erledigt. Die ganzen Kopfgeld-Jagd-Questen sind durch. Und hier haben alle ehemaligen Kopfgeld-Jagd-Ziele eine neue Heimat gefunden. Und werden die Kleriker, denen ich nicht beizutreten gedenke, auch nicht entscheidend stärken. Das ist also völlig okay, das so zu machen. Ja, und damit haben wir hier bei Heinrich einen guten Leumund. Und das nächste, was zu tun wäre, gucken wir mal ins Questbuch, ist eigentlich Ehre den Lumpenpack. Das ist die Beitrittsquest. Das hier ist, keine Ahnung. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Hier, die diplomatischen Verwicklungen. Das muss noch gemacht werden mit Nesti. Schreckende Erkenntnis geht wohl erst im nächsten Passus weiter. Und das ist es gewesen. Die einzige, die vielleicht noch eine Quest beizusteuern hat, wäre Nyra. Deswegen letzte Amtshandlung in der Episode. Wir gucken mal in die Bastion, ob Nyra möglicherweise mit uns sprechen möchte. Weil sie was zu tun hat.
Hi. Nee. Also entweder habe ich... Nee, das kann nicht sein. Es gibt 5 Fraktionen. Ihre eigene Fraktion beklaut sie nicht. Also braucht sie die strategischen Pläne von 4 Fraktionen. 4 Quests hatten wir bisher bei jedem unserer Begleiter. Außer bei Nyra. Es fehlen noch die strategischen Pläne der Berserker. Aber mit der Quest will sie einfach nicht rausrücken. Aber Pech für sie, denn dann ziehen wir mit Nesti um die Häuser als nächstes. Ich mache hier Schluss in der Bastion. Hier geht es dann weiter am Beginn vom nächsten Teil, wo wir dann gleich Nesti einsammeln und mit ihr die Tour machen über Reinhold und dann die 2, 3 anderen, die sie noch besuchen will. Mal gucken, wie das alles so abläuft. Viel Geschrei und Gezeter und am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Das denke ich mir schon genauso. Und ob ich damit richtig liege oder ich Nesti falsch einschätze, sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin!